Herzlich willkommen zum Webinar Scopus vom Suchen und Finden wissenschaftlicher Publikationen und darüber hinaus. Mein Name ist Günther Hansen von Elsevier. Ich bin Solution Sales Manager für den Bereich Research Intelligence und zuständig für den Vertrieb von Scopus im Bereich Süddeutschland, Österreich, Schweiz und Benelux. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Morgen Frau Raum Deinzer begrüßen darf von der Technischen Hochschule Nürnberg. Frau Raum Deinzer studierte Buchwissenschaften und Geschichte an der FAU Erlangen, Nürnberg und machte anschließend ihren Master in Digital Humanities an der Universität Stuttgart. Seit Herbst 2019 ist sie Teil der Teaching Library der Technischen Hochschule Nürnberg und gibt dort Schulungen zur Literaturrecherche und Zotero sowie Einführungsveranstaltungen für Erstsemester und Schülerinnen. Bevor ich im ersten Teil unserer Scopus-Präsentation oder Scopus-Webinar an Frau Raum Deinzer übergebe, ein paar wenige Anmerkungen zum Bereich Housekeeping. Also, wir werden Ihnen im Anschluss an diese Veranstaltung eine E-Mail zukommen lassen mit einem Link zum Video und da finden Sie dann auch die Slides. Zweitens, die Telefonleitungen werden nicht geöffnet. Stattdessen steht Ihnen der Chat und das Q&A-Widget, also wo Sie unten Fragen einstellen können, zur Verfügung. Zögern Sie also nicht, wenn Sie Fragen haben, die dort reinzuschreiben im Laufe des Webinars. Wir schauen die dann gemeinsam am Ende an. Wir werden dieses Webinar zweiteilen. Der erste Teil von Frau Raum Deinzer. Man kann sagen, wir beginnen mit einer Innensicht auf Scopus und gehen dann über in meinen Teil, wo ich über die Außensicht, kann man sagen, auf Scopus sprechen werde. Ich gebe Ihnen quasi den Gesamtüberblick, das große Ganze zu Scopus und werde abschließend noch etwas zum Friedrich-Althoff-Scopus-Konsortium in Deutschland sagen. Das erwartet Sie also in den nächsten 50 Minuten. Ich zeige hier nochmal die Agenda. Und bevor ich an Frau Raum Deinzer übergebe, noch eine letzte Anmerkung. Wir werden innerhalb der nächsten 2 Wochen individuell mit Ihnen in Kontakt treten. Zweitens, mein Kollege Johann Ondra, der Teil von Ihnen, manchen von Ihnen bekannt ist als Account Manager und Ansprechpartner, ist hier auch im Webinar und kann also direkt angesprochen werden im Anschluss. Die Kontaktdaten werden wir Ihnen am Ende nochmal zeigen. So, jetzt aber an Sie, Frau Raum Deinzer, the floor is yours. Herzlichen Dank für die liebe Begrüßung, auch von mir nochmal an alle Teilnehmenden heute. Einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass Sie am heutigen Webinar teilnehmen. Erstmal ganz kurz zu meiner Agenda, die ist relativ kurz. Ich würde Ihnen einfach gerne kurz vorstellen, was ist unser Schulungsangebot überhaupt an der TH Nürnberg, dass Sie da einfach so ein bisschen das einordnen können, wie wir eben Scopus schulen. Dann der zweite Teil ist wirklich ein sehr kurzer Teil, wie man auf Scopus über unsere Homepage zugreifen kann. Dann stelle ich Ihnen vor, wie wir, also ich oder meine Kollegen, Scopus in unseren Schulungen schulen. Und dann habe ich noch mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter gesprochen, Herrn Dr. Krugloff, der heute leider nicht hier sein kann, weil er ebenfalls an einer Konferenz teilnimmt, und habe mir seine Recherchemethode mit ihm zusammen angesehen und werde auch die einfach kurz vorstellen. Genau, erstmal so ganz allgemein zu unserem Schulungsangebot. Herr Hansen hat ja vorhin schon einige Sachen gesagt, die ich so regelmäßig mache. Dazu gehört natürlich auch die Literaturrechercheveranstaltung. Die dauern in der Regel 90 Minuten und sind bei einigen Fakultäten curricular eingebunden. Das heißt, die Fakultäten kommen dann im 2. Semester, im 5. Semester, je nachdem, wo es eben im Modulhandbuch steht, zu uns für eine 90-minütige Schulung und hören sich da mal so ein bisschen was über Literaturrecherche an. In der Schulung geht es natürlich jetzt nicht nur über Datenbankrecherche, sondern auch über den OPAC, die Fernleihe und so weiter. Circa kann man so sagen, die Hälfte der Zeit geht für Datenbankrecherche drauf und davon dann der größte Teil mit für Scopus, aber nicht die ganzen 45 Minuten, weil wir meistens 3 Datenbanken pro Schulung vorstellen, dass die Studierenden einfach einen Überblick haben und einfach mal 3 verschiedene Datenbanken gesehen haben.
Ansonsten bieten wir auch noch kooperative Workshops mit unserer Schreibberatung an oder eine lange Nacht des Schreibens, die ist einmal im Semester, wo auch die Studierenden dann abends zu uns kommen können und sich abends auch mit Literaturrecherche oder zu Tero berieseln lassen können. Und ansonsten noch Abschlussarbeitsberatungen, bei denen wir den Studierenden eben helfen, für ihre Abschlussarbeit zu recherchieren und natürlich Anfragen per Theke, per Mail, per Telefon, also alles, was da eben so anfällt. Eine Kollegin unterstützt auch beim wissenschaftlichen Publizieren für Forschende. Das ist aber wirklich bei uns nur eher so ein kleinerer Teil, den die Bibliothek leistet. Das heißt, primär ist unser Fokus wirklich auf die Studierenden gerichtet. Natürlich, wenn Forschende Fragen haben, Anfragen haben, helfen wir denen auch so gut es geht weiter. Bevor ich jetzt genau sage, warum wir Scopus schulen, möchte ich kurz darauf eingehen, was so allgemein so die Probleme bei der Literaturrecherche sind oder bei der Datenbankrecherche bei unseren Studierenden, was mir eben so in der Vergangenheit aufgefallen ist. Wir sind ja nicht bei allen Fakultäten vertreten. Gerade bei den anderen Fakultäten gibt es dann eben oft Probleme, dass die Studierenden gar nicht so richtig wissen, wie Literaturrecherche funktioniert, wie sie da auf unserer Homepage sich zurechtfinden können. Und dann wird natürlich als erstes immer Google oder Google Scholar benutzt, einfach weil das ein System ist, das man ja schon von klein auf kennt und mit dem man sich auskennt, wo man sich jetzt nicht nochmal extra separat reinarbeiten muss. Bei uns stoßen die Fragen dann wirklich oft auf, wenn über Google Scholar oder Google dann zwar ein Buch gefunden wurde oder ein Aufsatz gefunden wurde, aber man den Volltext einfach nicht finden kann. Und dann taucht die Frage eben bei uns auf. Oder wenn man dann über Google eine Datenbank, jetzt in dem Fall zum Beispiel Scopus, gefunden hat und dann einfach mal bei uns nachfragt, so ja, haben wir eigentlich eine Lizenz dafür oder haben wir überhaupt Datenbanken lizenziert? Da sind die Studierenden dann wirklich schon immer sehr froh, wenn wir sagen, ja, wir haben Datenbanken lizenziert und hier kann man drauf zugreifen, auf die und die Art und Weise. Und es ist wirklich immer so ein Aha-Effekt, der bei den Studierenden auftritt. Ah, da gibt es ja auch noch wirklich sowas wie Datenbanken und da hat die Hochschule ja auch was für uns vorbereitet. Scopus schulen wir vor allem, weil es natürlich interdisziplinär ist. Das heißt, wir können es natürlich bei den verschiedensten Fakultäten verwenden. Wir haben jetzt hier an der Technischen Hochschule ja eher, wie der Name schon sagt, ein Fokus auf Technik. Wir haben natürlich auch noch eine große betriebswirtschaftliche Fakultät und eine sozialwissenschaftliche Fakultät. Auch für die Fakultäten findet man gute Volltexte, gute Texte, gute Treffer auf Scopus. Scopus ist zum anderen, natürlich sieht es sehr modern aus, es ist sehr verständlich, es ist sehr intuitiv. Man sieht die Datenbank und weiß sofort, was man tun soll, was man tun kann. Man braucht da nicht so ewige Zeit, um sich reinzufuchsen, wie vielleicht in manch anderen Datenbanken, die man erstmal sieht und denkt sich so, ui, sieht ja ganz kompliziert aus, sieht vielleicht sogar ein bisschen antiquiert aus. Das ist bei Scopus natürlich einfach nicht der Fall. Und man kann natürlich auch gut einfache oder komplizierte Suchen modulieren, je nachdem. Also bei unseren Einführungsveranstaltungen sind es wirklich eher mal einfache Suchen und bei Abschlussarbeitsberatungen sind es dann auch oft wirklich kompliziertere Suchen. Aber das kommt eben, wie gesagt, so ein bisschen auf die Studierenden an. Genau, wie ist überhaupt der Zugriff auf Scopus bei uns? Das ist hier einmal unsere Startseite. Da werden Sie sehen, dass wir hier einmal diesen Link Datenbanken haben. Das ist einfach ganz normal die DBIS dahinter versteckt. Wenn man da als Studierender erstmal draufklickt und sich denkt so, oh, je, jetzt interessiere ich mich für Bauingenieurwesen und habe hier 160 Datenbanken. Da verlieren vielleicht viele schon in dem Moment die Lust und schauen da lieber die nächste Folge auf Netflix an, bevor sie sich weiter mit der Literaturrecherche befassen. Deswegen haben wir von der Bibliothek versucht, das Ganze ein bisschen runterzubrechen, dass die Studierenden einfach eine einfache Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Und auch die findet man wieder über unsere Startseite. Und zwar haben wir die Literatursuche nach Fakultäten genannt. Das haben wir vor ein paar Jahren eingeführt. Das ist schon, bevor ich hier angefangen habe, angefangen worden. Sie sehen, es hat jede Fakultät quasi nochmals ihre eigene Unterseite. Und auf dieser Unterseite sind dann verschiedene Informationen zur Bibliothek fakultätsspezifisch nochmal verordnet. Also zum einen, wo in den Räumen der Bibliothek Bücher zu finden sind zum Studiengang und natürlich auch, wie Sie sehen hier für Maschinenbau und Versorgungstechnik, die digitale Bibliothek. Das heißt, hier haben die Studierenden dann so je nach Studiengang, also um die 20 Datenbanken, sage ich jetzt mal grob, die
Entschuldigung, bei mir ist gerade aufgeploppt, dass meine Internetverbindung instabil ist, die Sie eben benutzen können, um Ihre Recherche einfach mal zu starten. Und das ist auch immer der Punkt, wo wir dann eben ansetzen bei den Schulungen, dass wir sagen, hier gibt es diese Liste, wir schauen uns jetzt hier von ein paar Datenbanken an, darunter auch Scopus, und klickt euch hier einfach als erstes durch, und wenn dann nichts dabei ist oder wenn ihr dann zu eurem Thema, wenn es wirklich ein sehr spezifisches Thema, nichts finden solltet, dann könnt ihr wieder zurück in die DBIS gehen und euch auch andere Datenbanken anschauen. Aber das ist eben einfach ein guter Moment, um mit der Recherche zu starten und sich da einfach so nach und nach durchzuklicken, ohne dass man gleich von Informationen erschlagen wird. Genau, also so viel jetzt erstmal so zu unserem Schulungskonzept, wie eben über uns möglich ist, auf Datenbanken zuzugreifen. Als nächstes möchte ich Ihnen das vorstellen, wofür Sie ja eigentlich hier sind, und zwar wie ich meine Recherchestrategie, wie ich in der Literaturrechercheveranstaltung den Studierenden Scopus erkläre. Ich nutze gerade bei der Literaturrechercheveranstaltung meistens eher einfache Suchanfragen. Ich erkläre auch immer die boolschen Operatoren. Und auch wenn ich weiß und wenn ich das auch natürlich immer sage, dann während der Schulung zu den Studierenden, dass man die Endverknüpfung oft gar nicht braucht, wenn man wirklich im selben Feld suchen möchte, sondern dass man das ja auch in ein Feld, Suchfeld gemeinsam eingeben kann, nutze ich die hier immer bewusst, einfach um nochmal zu zeigen, dass es eine Möglichkeit ist und was dann eben passiert. Einfach, dass es ein bisschen deutlicher wird und dass es dann nicht untergeht bei den Studierenden. Ich erkläre natürlich auch noch OR und NOT. Vorneweg, aber ich nutze meistens dann für meine Testrecherche die Endverknüpfung, und ich benutze auch immer mindestens einmal, in dem Fall sogar bei beiden Begriffen so, die Phrasensuche, um den Studierenden auch zu erklären, dass das eben ein nützliches Werkzeug ist, um ihre Suchmengen auch ein bisschen runterzubrechen, dass sie dann am Ende nicht 10.000 Ergebnisse haben und gar nichts mehr finden vielleicht und dann erstmal erschrecken, wie viele Ergebnisse sie bekommen haben. Genau, dann habe ich jetzt hier einfach mal eine Trefferliste mitgebracht. Als nächstes erkläre ich den Studierenden immer, dass sie natürlich in der Regel keine 5.700 Dokumente durchsuchen müssen, sondern dass sie hier auf jeden Fall die Filtermöglichkeiten nutzen können, um es vielleicht einzugrenzen, dass sie sagen, okay, für mich ist jetzt erstmal relevant nur die letzten 5 Jahre, alles andere ist mir vielleicht jetzt schon zu alt, und es dann eben hier entsprechend eingrenzen, oder dass sie vielleicht nochmal nach Subject Area eingrenzen, wenn es jetzt in ihrem Thema eher um was Mathematisches geht, dass sie da einfach nochmal auf das Fachgebiet jeweils eingrenzen. Also dass sie die Filtermöglichkeiten auf jeden Fall nutzen sollen, um sich da so ein bisschen die Suchergebnisse runterzubrechen und da auch ein bisschen damit spielen sollen, einfach mal ausprobieren, was kommt raus, wenn ich was eingebe, wenn ich was einstelle, was passiert dann mit meiner Treffermenge. Zum anderen nehme ich auch immer kurz Bezug auf das Analyze Results. Das heißt, ich rufe auch diese Seite einmal auf und zeige den Studierenden, dass sie da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen sollen, um so zu erfahren, wann ist denn am meisten über dieses Thema geforscht worden, von welchen, also aus welchen Jahren gibt es die meisten Artikel in Scopus dazu, welcher Autor ist vielleicht in dem Gebiet derjenige, der am meisten veröffentlicht hat, welche Universität und so weiter. Also dass sie hier sich das einfach mal anschauen sollen und da so ein bisschen ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen sollen. Genau, ich springe jetzt einfach mal weiter in eine Einzeltrefferansicht rein. Da, die zeige ich den Studierenden natürlich auch, und da weise ich natürlich auch auf verschiedene Dinge hin. Zum einen, dass sie sich den Titel einfach mal genau ansehen sollen, dass sie hier oben dann außerdem die Metadaten haben. Also was ist es? Ist es ein Zeitschriftenartikel in dem Fall? In welcher Zeitschrift ist es erschienen? Weise auch darauf hin, dass wenn Sie hier auf den Zeitschriftentitel kommen, dass Sie dann quasi zu der Zeitschriftenseite kommen, dass Sie dann die Zeitschrift selber durchsuchen können, wenn Sie das wollen. Dass es natürlich immer in Scopus ein Abstract gibt, dass Sie sich jederzeit durchlesen sollen, einfach um rauszufinden, ist der Artikel relevant für mich, ist der Artikel nicht relevant für mich. Das sage ich auch immer, dass Sie tun sollen, bevor Sie jetzt nach dem Volltext erstmal suchen, sondern einfach da schon mal gucken, passt es oder passt es nicht, um dann eventuell, wenn der Volltext, wenn wir den vielleicht nicht lizenziert haben und der nur per Fernleihe zu bestellen ist, dass sie sich dann die Mühe vielleicht gar nicht machen brauchen, wenn es sowieso nicht zum Thema passt. Und zum anderen, und damit gehe ich den Studierenden, denke ich, auch immer fast ein bisschen auf den Keks während meinen Schulungen, weise ich natürlich auf die Keywords hin. Gerade bei Scopus sind die ja auch nochmal schön aufgelistet, verschiedenste Keywords zu dem einzelnen Artikel. Ist natürlich alles auf Englisch, und
Das ist jetzt vielleicht auch nur meine Perspektive, weil es für mich ja oft fachfremde Themen sind. Aber oft ist es ja schwierig, dann den passenden englischen Suchbegriff zu finden. Oder man überlegt da so ein bisschen, wie könnte das jetzt heißen? Und dass man da einfach mal in die Keywords reinschaut und guckt, okay, was sind hier für Suchbegriffe vorhanden? Wie ist das denn noch verschlagwortet worden? Was davon kann ich für meine Recherche weiterverwenden? Also das ist wirklich eine Sache, worauf ich bei meinen Schulungen sehr großen Wert lege, eben auf die Keywords, dass die Studierenden sich das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sie sich das in jeder Datenbank, im OPAC immer wieder anschauen, um einfach ihren Radius an Suchbegriffen etwas zu erweitern. Genau, am Ende zeige ich Ihnen dann auch oft noch, ich zeige Ihnen immer noch, wie man auf Texte zugreift. Ich habe dann immer ein paar Beispiele rausgesucht, dafür habe ich jetzt keine Folien gemacht, wann der Volltext direkt da ist, wie man über SFX drauf zugreift und so weiter. Also einfach ein paar Beispiele, dass die Studierenden mal gesehen haben, wie es prinzipiell funktioniert und dann eben auch selber an die Volltexte rankommen können. Letzten Endes ist es bei uns eher so, dass unsere Schulung ist darauf ausgelegt, zur Hilfe zur Selbsthilfe. Also es geht nicht darum, dass die Studierenden dann alles über Scopus wissen oder alles über eine andere Datenbank wissen, sondern es geht darum, dass sie die Datenbank mal gesehen haben, dass sie mal ein paar Beispiele in der Datenbank gesehen haben und dass sie dann eben dieses Wissen nutzen können für ihre eigene Recherche, um dort weiterzumachen. Gut, dann würde ich gleich noch zur Recherchemethode von Herrn Dr. Krugloff kommen, die sich doch von meiner um einiges unterscheidet. Das war für mich auch sehr interessant, mit ihm mich darüber auszutauschen, weil er natürlich dann einen ganz anderen Ansatz hat und natürlich einen viel tieferen Ansatz, als ihn jetzt Studierende auch brauchen, wenn sie ihre Bachelorarbeit schreiben. Ganz kurz zu Herrn Dr. Krugloff. Er arbeitet schon seit ungefähr 10 Jahren hier an der Technischen Hochschule. Er ist Mitarbeiter im Institut für Polymer Optical Fiber Fiber Application Center und seine Forschungsgebiete ist Untersuchung und Simulation von POF-Übertragungssystemen, digitale Signalverarbeitung und Ähnliches. Er arbeitet im Moment an einem Projekt über Brennstoffzellen und da ist jetzt eben auch diese Beispielrecherche her. Er nutzt Scopus seit ungefähr 7 Jahren. Er hat früher oft die IEEE verwendet, aber gerade wenn er sich ein neues Thema einarbeiten möchte, wo er nicht genau weiß, welche Personen da jetzt viel geforscht haben, viel veröffentlicht haben, nutzt er auf jeden Fall lieber Scopus, weil eben Scopus interdisziplinärer ist und die IEEE natürlich thematischer ein bisschen eingeschränkter. Auch empfiehlt er Scopus immer an seinen Masterarbeitsstudierenden oder Doktoranden, je nachdem, wer gerade mit am Projekt arbeitet. Er zeigt ihnen Scopus meistens kurz, dann sollen sie sich das erstmal selber anschauen, sich selber reinarbeiten und dann macht er auch oft gerne so eine Art Recherche-Battle mit ihnen, also dass sie quasi beide zum selben Thema recherchieren und am Ende diskutieren und vergleichen, welche Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Genau, also ich habe jetzt hier mal einfach die ursprüngliche Suche mitgebracht, also er gibt einfach die Wörter, die Keywords ein, zu denen er gerne was finden würde, nutzt auch meistens hier dieses Article Title Abstract Keywords Feld und sucht hier eben dann nach Treffern, hat dann auch hier eine Trefferliste, die ist jetzt nicht ganz so groß wie meine vorhin und schaut sich hier dann auch wirklich als erstes auch die Analyze Search Results an, also das, was ich den Studierenden vorhin auch gezeigt habe. Schaut sich das an, eben wann am meisten veröffentlicht wurde, welche Autor am meisten veröffentlicht hat und in welchen Institutionen, Universitäten am meisten veröffentlicht wurde. Hier vor allem, weil er das später, das behält er dann immer so ein bisschen im Hinterkopf und schaut dann später vielleicht, ob es zu seinem Thema auch Masterarbeiten oder Dissertationen gibt, die jetzt vielleicht zwar nicht ins Scopus verzeichnet sind, die er aber über die Universitätsseite finden kann. Dann geht er zurück zur Treffermenge, wählt einfach mal alles aus, also hier oben alles auswählen und klickt auf View Citation Overview, um dann eben eine solche Tabelle zu kriegen, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, wenn Sie sich damit schon mal auseinandergesetzt haben. Ich habe jetzt hier mal einen Ausschnitt mitten rausgenommen, weil die erste Seite nicht so ganz aussagekräftig ist, weil natürlich neue Paper noch nicht so oft zitiert wurden, wenn die erst seit Kurzem überhaupt erschienen sind. Aber hier kann man dann eben ganz gut sehen, wie oft der betreffende Artikel vor 2018 zitiert wurde, 2018, 19, 20, 21, 22, also so in den letzten 2 Jahren. Da hat man dann hier auch einen guten Überblick und sieht hier zum Beispiel die Nummer 50, die wurde relativ häufig zitiert, gerade letztes Jahr, dieses Jahr ist ja auch noch laufend.
Das heißt, das ist vielleicht ein Artikel, den man sich jetzt mal anschauen sollte. Währenddessen die 49, obwohl sie jetzt schon 2020 erschienen ist, also auch im selben Jahr wie der Treffer danach, kein einziges Mal zitiert wurde. Also hat der anscheinend dieses Paper nicht so großen wissenschaftlichen Anklang gefunden. Auf die Weise arbeitet er sich wirklich so strukturiert durch diese Liste durch. Wenn er dann einen Treffer gefunden hat, der auch wirklich viele Referenzen hat, der oft zitiert wurde, geht er auch hier wieder in die Einzeltrefferansicht, also klickt einfach auf den jeweiligen Treffer drauf. Hat dann hier wieder die Einzeltrefferansicht, schaut sich hier eben auch den Titel an, die Keywords an, das Abstract an und überprüft, ob der Artikel jetzt für das eigene Thema relevant ist oder nicht. Wenn der Artikel dann relevant ist, schaut er sich auch noch die Autoren an. Er geht da besonders, ich habe jetzt hier einfach mal mitgebracht von dem ersten und von dem letzten Autor, eine kleine Übersicht, schaut sich hier auch explizit den H-Index an. Der erste Autor in dem Fall David, hat jetzt einen relativ niedrigen H-Index, hat auch nur 6 Dokumente veröffentlicht. Da geht er jetzt eher davon aus, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt der Chef der Gruppe war, sondern eher ein Mitarbeiter. Währenddessen der letzte, die Chlali, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, relativ viele Dokumente ins Corpus hat, 277, auch einen sehr, sehr hohen H-Index, der ist fast schon ungewöhnlich hoch und sehr oft zitiert wurde. Da geht er eben aus, dass das hier jetzt eher der Chef von dieser Forschungsgruppe war, die dieses Paper damals im Jahr 2010 veröffentlicht haben, und schaut sich dann eben bei diesem Autor auch nochmal an, was für andere Paper er veröffentlicht hat. Also jetzt nicht nur natürlich im Jahr 2010, das ist jetzt schon ein Stück zurück, aber auch natürlich in den letzten Jahren, und schaut sich hier eben an, was er herausfinden kann, was es hier noch für interessante Forschungen gibt. Also darauf legt er immer großen Wert, dass er sich an diesem H-Index orientiert. Natürlich birgt der H-Index natürlich auch so ein paar Gefahren. Es wirkt ja nur richtig, wenn jemand auch wirklich, wirklich viel veröffentlicht hat. Aber er schaut sich hierüber, eben orientiert sich so ein bisschen, wer eben derjenige ist, der in dem Thema viel geforscht hat. Genau, also das ist eine Methode, wie er dann an Treffer kommt. Eine andere Methode oder wie er dann eben weitermacht, ist, er springt nochmal ganz zurück. Also wir sind jetzt nochmal quasi ganz zurück bei unserer ersten Trefferliste. Wir haben ja vorhin in Analyze Search Results gesehen, dass Ohotniki die meisten Paper veröffentlicht hat in diesem Feld. Das heißt, er schaut sich hier eben nochmal von nur diesem Autor die Treffer an, grenzt es dann ein. Dieser Autor ist jetzt mit zweimal drin, also einmal nur mit einem Vornamen, einmal mit zwei Vornamen, wählt dann eben beide auf und schaut sich dann die 12 Treffer an. Wir haben uns jetzt damals, als wir in meinem Büro waren, wir uns das zusammen angeschaut haben, einfach mal den ersten Treffer angeschaut, expliziter. Und da nimmt er dann auch die Referenzen, also schaut sich an, woraus hat denn derjenige zitiert, und schaut sich diese Treffer dann auch nochmal explizit an. Er nutzt dazu auch nochmal dieses View Search Results Format, das ich Ihnen vorhin auch schon mal gezeigt habe, bloß dass ich vorhin eben oben diesen Graphen abgeschnitten hatte. Aber das ist nochmal das gleiche Format wie vorhin und schaut sich an, eben wie oft diese Paper, die der Autor zitiert hat, zitiert wurden, um dann eben auch wieder interessante Paper herauszufinden. Also er achtet da wirklich sehr auf die Zitationen. Es ist natürlich eine Sache, worauf ich die Studierenden hinweise, dass sie da ein bisschen drauf achten sollen. Aber was die Studierenden denn gerade im Bachelor vermutlich nicht so tiefgehend machen werden, wie natürlich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der hier natürlich ganz andere Ansprüche an seine eigene Recherche hat. Genau, also das wäre es auch soweit zu seiner Recherchemethode. Ich habe ihn dann noch gefragt, was er dann an Scopus gut findet im Vergleich zu anderen Datenbanken. Und er meinte, dass er wirklich, also außer Scopus, eigentlich nur noch die IEEE nutzt und dass er an Scopus vor allem die Interdisziplinarität schätzt, dass er, wenn er wirklich ein neues Thema anfängt, er da ganz unbekümmert einfach suchen kann und trotzdem auch Bezüge zu, also Fachgebiete findet, die er über die IEEE vielleicht nicht finden würde. Also dass es eben nicht so eingeschränkt ist auf den Fachbereich und dass man in der Regel auch gut auf die Volltexte kommt. Meistens ja wirklich oft mit Klick auf zum Volltext ist man dann ja oft wirklich gleich da. Wenn wir den natürlich nicht lizenziert haben, ist es natürlich ein bisschen mehr rumgeklicke, aber dafür kann Scopus ja nichts, wenn wir, also dass wir als Bibliothek natürlich nicht alle verzeichneten Aufsätze lizenziert haben. Genau, das wäre es
soweit von meinem Teil. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und beantworte später gerne auch noch Ihre Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Raum-Deinze, für diesen Praxisbericht aus der TH Nürnberg zum Thema Scopus. Ich denke, es ist sehr klar geworden, dass es unterschiedliche Nutzungsperspektiven gibt auf Scopus. Also wie jetzt ein Wissenschaftler Scopus nutzt, ist doch nochmal ganz anders als ein Studierender, der vielleicht gerade in seinem Fachbereich beginnt. Und Sie haben sehr, sehr schön aufgezeigt, dass Scopus hier ganz unterschiedliche Straßen sozusagen der Nutzung, der Suche und des Findens ermöglicht. Ich werde jetzt übernehmen und Ihnen versuchen, einen Gesamtüberblick von Scopus zu geben. Also wie ist Scopus, wie ist so das große Ganze von Scopus, wie ist der Kontext, auch ein Blick auf eine Vergleichsdatenbank von Scopus und um am Ende noch darüber kurz zu sprechen, wie Sie denn an Scopus kommen können, wenn Sie Scopus möchten und Scopus noch nicht haben. Ich muss mich vorab entschuldigen, es hat gerade hier bei mir zu Hause ein Handwerker begonnen zu arbeiten und macht ein bisschen Krach. Ich hoffe, dass man das nicht allzu sehr hört. Okay, also Scopus, worum geht es? Zunächst einmal, was die inhaltliche Abdeckung von Scopus betrifft. Also wir sprechen heute über 85,6 Millionen Einträge in Scopus. Jeden Tag kommen über 11.000 neue Einträge hinzu. Das muss man sich mal so vorstellen. Und die kommen von über 7.000 Wissenschaftsverlagen. Also die Wileys, die Springers und so weiter. Und zwar aus 105 Ländern und wir haben über 40 Lokalsprachen. Also da sind eben Artikel auch im Deutschen, im Englischen, im Spanischen, Französischen und so weiter. Wichtig ist aber, dass das Abstract von jedem Artikel in Scopus, Frau Raum-Deinze hat es ja auch an den Praxisbeispielen gezeigt, die haben alle ein englisches Abstract. Denn also der Volltext kann Deutsch sein oder Spanisch, Französisch, aber das Abstract ist dann immer Englisch, so dass man natürlich hier eine Lingua Franca hat, auf der man eben global suchen kann. Zum Format des Inhalts überhaupt. Also Scopus hat eine Mehrabdeckung von über 50-230%, je nachdem, mit wem man Scopus vergleicht, und geht historisch zurück auf 1788. Was ermöglicht das natürlich? Sie können mit Scopus wunderbar auch sowas wie wissenschaftliche Entwicklungen wirklich über Jahrhunderte erforschen, also Science of Science, ja. Wann spricht man denn zum ersten Mal über das Telefon oder dem Internet und so weiter? Das können Sie mit Scopus erforschen, das macht großen Spaß. Wir haben über 18,4 Millionen Open Access Dokumente mittlerweile in Scopus. Das können Sie auch direkt filtern. Und es gibt verschiedene Inhaltstypen, also nicht nur Zeitschriften, sondern auch Konferenzen, also über 100.000 Konferenzen werden in Scopus regelmäßig indexiert in den Conference Proceedings, Bücher und Buchserien. Und Scopus wird eben täglich aktualisiert. Noch ein kurzer Hinweis eben auf diese globale Abdeckung, die Sie jetzt hier rechts sehen in dem Slide. Was bedeutet das denn, dass die Zeitschriften wirklich von überall in der Welt kommen? Das heißt letztlich nichts mehr, aber auch nichts weniger, dass Scopus den Anspruch hat, jede wissenschaftliche Fragestellung umfassend in der Hinsicht zu beantworten, dass der Wissenschaftler am Ende sicher sein soll, dass er wirklich alle Antworten zu seiner Fragestellung kommt. Ob diese Zeitschrift nun in Lateinamerika, Russland oder Neuseeland veröffentlicht wird, das soll keinen Unterschied machen. Zum anderen bekommt der Wissenschaftler so aber auch die Früchte seiner Arbeit zurückgespiegelt, nämlich in Form von Zitationen. Ja, Frau Raum-Deinze hat den H-Index angesprochen, der sich aus Zitationen natürlich speist. Und so
so ermöglicht Scopus dem Wissenschaftler zu wissen, ob ihn zum Beispiel besonders die russischen Kollegen zitieren oder vielleicht die Leute aus Afrika. Ja, das ist der Anspruch von Scopus in einer internationalen Perspektive. Hier, ich habe es angesprochen, hier der Vergleich mit dem sozusagen Hauptkonkurrenten von Scopus, Web of Science. Sie sehen hier links oben der Vergleich der globalen Abdeckung. Also Scopus hat heute über 42.707 Titel gegenüber Web of Science von 21.000. Das sind die aktiven und aber auch die nicht aktiven Titel bei Scopus. Und das sollte den Rückschluss ermöglichen, dass Sie in Scopus tendenziell mehr finden sollten zu einer Fragestellung. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie die Möglichkeiten haben, diese beiden Datenbanken zu vergleichen, tun Sie das, geben Sie die gleiche Fragestellung in Scopus zum Beispiel und hier Web of Science ein und schauen Sie einfach, was dann eben die Ergebnisse sind. Ja, hier im leicht blau die sozusagen Unique Titles in Scopus, also über 23.000 Zeitschriften gibt es eben ausschließlich in Scopus und nicht in Web of Science. Hier im leicht schwarz der Überlapp zwischen beiden Datenbanken. Und dann eben hier auch noch die regionale Perspektive, als wenn man nur jetzt hier links unten für Sie relevant Westeuropa schaut, wie viele Zeitschriften gibt es hier in der einen oder anderen Datenbank. Um Ihnen so einen Vergleich zu ermöglichen, bieten wir Ihnen gerne einen kostenfreien Test an. Können Sie gerne direkt auch auf mich zukommen am Ende nach diesem Webinar. Wie kommt denn nun eigentlich der Inhalt hinein in Scopus oder wer bestimmt denn eigentlich, wer in Scopus drin ist? Also ich kann Ihnen versichern, dass weit mehr Verlage gerne nach Scopus rein möchten, denn Scopus bietet natürlich ein weltweites Fenster. Also Scopus ist ein Window to the World sozusagen des Contents und man erreicht, ein Verlag erreicht mit Scopus natürlich eine globale Sichtbarkeit. Aber da ist eben nicht alles Top-Qualität, was die Welt im Bereich wissenschaftlicher Publikationen bietet. Ja. Und deswegen haben wir hier ein unabhängiges Scopus Content Selection Advisory Board installiert. Es sind unabhängige Fachexperten, die darüber befinden, ob eine Zeitschrift eben die Qualitätskriterien von Scopus erreicht oder nicht. Die meisten haben hier auch schon Erfahrungen im Bereich also veröffentlichen und sind als Journal Editor schon aktiv. Also wie funktioniert es ganz konkret? Also rechts hier sehen Sie hier einfach so eine Auflistung an Zahlen. Also wir kriegen jährlich rund 3.500 Vorschläge für Zeitschriften oder auch Konferenzen oder Bücher. Da wird dann erstmal gesiebt und 39% erreichen überhaupt die minimalen Qualitätskriterien von Scopus und davon werden dann rund 46% akzeptiert. Also am Ende dann von 3.500 Vorschlägen wandern 630 nach Scopus. Wichtig ist aber, dass diese Zeitschriften dann nicht für alle Zeit in Scopus bleiben dürfen, sondern sie müssen sich permanent bewähren. Also das heißt, diese Titel werden ständig reevaluiert. So fliegen hier und da auch mal wieder Titel raus, die eben sich dann eben nicht mehr, die nicht mehr den inhaltlichen Qualitätskriterien von Scopus entsprechen. Jetzt versuche ich hier weiter zu gehen. Ja, so, genau. Also, was bedeutet denn das ganz konkret auf die einzelnen Fachbereiche, dieses inhaltliche Setting von Scopus. Ich habe die Zahlen schon genannt, 85 Millionen Einträge heute, 140.000 Konferenzen und 250.000 Bücher von den 7.000 Verlagen. Also Scopus wird eben auch täglich aktualisiert und was ich noch nicht hier erwähnt habe, was hier steht links im Articles in Press. Es gibt 8.740 Zeitschriften in Scopus, von denen wir also auch schon wissen dürfen,
was im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Also Scopus erlaubt so eine Art Vorausschau, was denn veröffentlicht wird. Die Verlage wissen natürlich, welche Artikel sie schon angenommen haben in ihren Zeitschriften und haben das zur Veröffentlichung vorgemerkt, aber eben es ist noch nicht auf dem Markt, aber sie geben diese Information schon ab. Und das ist für Wissenschaftler natürlich eminent wertvoll zu wissen, was denn kommen wird, auch wenn man den Artikel noch gar nicht im Volltext lesen kann. Wir haben kürzlich Preprints in Scopus mit Ihnen inkludiert und haben auch sogenannte Active Gold Open Access Journals, in dem Fall 5408. Sie sehen hier links, wie sich das über die großen Fachbereiche aufteilt. Das zeigt eben das Scopus, und Frau Raum-Deinzer hat hier ja den Kollegen aus der Wissenschaft zitiert. Diese genuine Interdisziplinarität von Scopus wird damit klar. Also wir versuchen, der Anspruch von Scopus ist wirklich, alle Wissenschaftsbereiche abzudecken, also keinen Fokus zwingend zu haben auf die Naturwissenschaften. Historisch ist es schon so, das ist richtig, dass Scopus aus den technischen und Naturwissenschaften und der Medizin entstanden ist, aber man hat heute den Anspruch, dass man hier wirklich alle Fachbereiche inklusive der sozialen Geisteswissenschaften mit hineingenommen hat. Deshalb sind auch in Scopus Bücher enthalten, Buchserien. Da hat man in den letzten Jahren enorm viel investiert, eben um hier einfach die Publikationsorte dieser Wissenschaftsfelder entsprechend abzubilden. Denn die sozialen Geisteswissenschaften publizieren eben lieber in Büchern als in Zeitschriften. Und man versucht hier, die auch eben in diese interdisziplinäre Perspektive mit reinzubringen. Wichtig zu sagen, hier steht rechts noch so eine Säule Patents. Scopus enthält auch Patente. Also Sie können auch nach Patenten suchen. Die sind sozusagen in der separierten Säule in Scopus zu bekommen. Nur, dass man das eben auch noch gesagt hat, ja, dass man eben, ne, also dass man es manchmal auch wichtig eben finden kann, neben der Literatur auch die entsprechenden Patente zu finden. Scopus ist führend weltweit im Bereich der Profile. Also Sie finden keine andere Datenbank weltweit, die so viele und auch so genaue Autoren- und Organisationsprofile bietet. Das funktioniert über eine Kombination aus entsprechenden Algorithmen und einer manuellen Nacharbeitung der entsprechenden Profile und Autorenprofile und Organisationsprofile. Also aktuell haben wir über 17 Millionen Forscherprofile in Scopus. Man kann sagen, jeder, der weltweit seriös publiziert in international relevanten Journals, werden Sie in Scopus finden. Und das erlaubt eben dann am Ende, dass Sie sagen können, wer was und wo publiziert, ja, und zwar mit einer nicht vergleichbaren Genauigkeit, um so eben Scopus für strategisches Forschungsmanagement auch einzusetzen. Also das sind dann schon ganz, ganz andere Anwendungsbereiche als die, die jetzt Frau Raum-Deinzer gezeigt hat für die Suche. Hier ist Scopus wirklich auch als forschungsstrategisches Instrument auch nutzbar. Was das für das eigene Organisationsprofil bedeutet, habe ich hier nochmal ein bisschen zusammengefasst. Also deshalb empfehlen wir, dass Sie Scopus, wenn Sie Scopus haben, in erster Linie wird Scopus für die Literatursuche ja angeschafft, aber dass Sie das durchaus auch Ihrem Bereich Forschungsmanagement zur Verfügung stellen. Die können damit eben den Impact ihrer Organisation erfassen und auch die Zusammenhänge zum Beispiel zu Rankings tracken, denn Scopus ist Grundlage des einen oder anderen internationalen Hochschulrankings, wie zum Beispiel des Times Higher Education Hochschulrankings.
Und das Gleiche gilt auch, Frau Omdeinzer hat es schon gezeigt, für den Wissenschaftler. Also Scopus erlaubt eben, dem Wissenschaftler aufzuzeigen, was er geleistet hat, was sind seine Publikationserfolge, mit wem kann er und soll zusammenarbeiten, und um dann auch solche, sag ich mal, solche Leistungsprofile in Forschungsanträge mit aufzunehmen. Insofern Scopus auch für den Bereich Forschungsantragsunterstützung. Ja. Genau. Genau, und das wiederum passiert in Scopus, ich komme jetzt zum Schluss, mit einer ganzen Anzahl unterschiedlicher Metriken. Frau Ramdeinze hat den H-Index angesprochen, das ist nur eine Metrik. Es gibt dann auch solche, ich sage es mal, neueren alternativen Metriken in Scopus, also wo Sie neben Zitationen auch Klickraten oder wenn ein Artikel eben in einem Blog im Internet auftaucht oder wenn er als Lesezeichen verwendet wird und so weiter. Das sind ja alles eben Manifestation sozusagen der Sichtbarkeit von Forschung. Ja, genau. Dann kommt Scopus eben auch vor, als Sie können Scopus auch nutzen, um APIs daraus abzuleiten. Also wir bieten unterschiedliche Application Product Interfaces an, um die Scopus-Inhalte mit Ihrer Webseite zum Beispiel zu befüllen, ja, oder die Webseite einzelner Autoren. Und mit Blick auf die Zeit, genau, überspringe ich das, habe ich im Grunde gesagt hier. Und das hier sind die, sage ich mal, die Entwicklungen für Scopus 2021, 2022. Was hat sich da verändert? Also damit möchte ich gerne zeigen, dass Scopus permanent innovativ bleibt und sich wirklich auch an die Gegebenheiten und den Wünschen der Wissenschaftler anpasst. Ja. Last but not least, ein Zitat, das widerspiegelt eigentlich das, was Frau Omdeinzer auch gesagt hat von ihrem Kollegen, also von Bruce Abbott, der Health Sciences Library at the Blaisdell Medical Library in den Vereinigten Staaten, der einfach auf die Interdisziplinarität von Scopus rekurriert und sagt, ja, many of today's research questions have to do with public health, particularly with public policy and informatics. This creates an overlap between computer sciences, informatics and health sciences. Having a database as inclusive and interdisciplinary as Scopus is invaluable to us. Ja. So, jetzt kommen wir zum Friedrich-Althoff-Konsortium. Last but not least, wie können Sie an Scopus kommen, wenn Sie Scopus möchten? Das hier ist das Friedrich-Althoff-Konsortium in Berlin sozusagen zuständig. Und die besondere, das besondere Zeitfenster im Moment ist das, dass man eben bis zum Jahresende 2022 in den Vertrag einsteigen kann. Der geht immer über 3 Jahre und endet also dieses Jahr und beginnt dann eben im nächsten Jahr neu. Da können Sie sich direkt beim Friedrich-Althoff-Konsortium melden. Vorteile sind, bedeutet rund 50% vom Listenpreis beim FHK und wichtig auch, dass wir hier ein ausgewiesenes Serviceangebot und Support für Nutzer anbieten, die im FHK drin sind. Bedeutet hier Trainings und so weiter. Also ich habe hier auch die Webseite hier nochmal aufgerufen. Wenn Sie die Slides haben, können Sie da direkt draufklicken. Es gibt eine FHK Scopus Website und auch einen Veranstaltungskalender in 2022, wo Sie permanent eben auf die Möglichkeiten von Scopus geschult werden, wenn Sie das möchten. Ja, last but not least, der Kontakt von Herrn Ondra und mir. Zögern Sie nicht, gerne uns zu kontaktieren. Und jetzt, bevor Sie jetzt noch eine Umfrage bekommen, wie Frau Bautendijk gerade schon im Chat ankündigt, stehen wir jetzt für Fragen zur Verfügung. Und ich sehe, dass hier
Einige Fragen sich direkt an Ihre Präsentation richten. Frau Ramdeins, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht die Möglichkeit hatten, da drauf zu schauen und direkt diese beantworten möchten, bevor ich auf die mich beziehe, die mich betreffen. Gerne. Mhm. Zu der ersten Frage, wie finden unsere Schulungen statt, in welchem Setting? Unsere Schulungen sind in der Regel Präsenzschulungen. Wir haben natürlich auch Schulungen über Zoom gegeben, als noch Lockdown war, als noch keine Präsenzlehre wieder stattgefunden hat. Aber Literaturrechercheschulungen sind also jetzt wieder in Präsenz und waren vorher, haben wir die so einen Moodle-Kurs gemacht mit Selbstlernmaterialien und einem Quiz als Abschluss. Aus dem Grund, dass wir den Studierenden so ein bisschen noch eine Last wegnehmen wollten, dass sie einfach 3 Monate Zeit hatten, sich das in Ruhe anzuschauen, in Ruhe das Quiz zu machen. Hatte auch ungefähr so einen Umfang von 90 Minuten, dass sie da jetzt keinen festen Termin haben und nicht noch in der Zoom-Sitzung festsetzt sitzen und mir dann beim Reden zuhören dürfen und nicht ihrem eigentlichen Professor. Deswegen haben wirklich die Literaturrecherche-Schulungen eigentlich finden präsent statt oder eben mit Selbstlernmaterialien, wobei das jetzt wieder passé ist, nachdem jetzt wieder alles nach Präsenzlehre strebt, ist das natürlich jetzt wieder vorbei. Ja, zu der zweiten Frage, natürlich ist Usability und Funktionalität wichtiger, aber Studierenden fällt es nun mal leichter, mit einer Datenbank zu arbeiten, die auch strukturiert aufgebaut ist und die auch schön ausschaut und nicht wie manch andere Datenbanken, die zwar auch viel Usability haben, aber ausschauen, als wären sie seit Ende der 90er nicht mehr designtechnisch verändert worden. Das ist natürlich auch aus der Perspektive schöner, Studierenden da eben eine Datenbank zu präsentieren, die strukturiert und einfach aufgebaut ist. Genau, bei der dritten Frage muss ich dazu sagen, dass natürlich immer sein kann, dass nichts rauskommt bei einer Suche. Und genau deswegen sagen wir den Studierenden ja auch, dass sie einfach mal ein bisschen ausprobieren sollen. Manchmal denkt man sich dann ein mega kompliziertes Konstrukt aus, wo man alle Boolschen Operatoren vielleicht reinpackt und sonst was und dann kommt nichts raus. Dann muss man halt die Suchanfrage nochmal anschauen und das Ganze nochmal starten und gucken, vielleicht habe ich was falsch geschrieben, vielleicht kommt in dem Fall einfach nichts raus, weil es irgendwie zu spezifisch ist. Dann ist es halt so. Also das ist natürlich auch was, wo die Studierenden selber einfach so ein bisschen gucken sollen, was funktioniert nicht. Genau. Habe ich jetzt noch eine Frage vergessen für mich? Ich glaube, das waren die Fragen an Sie, ja. Frau Ramdeins. Vielen Dank. Gerne. Dann übernehme ich mal für die Fragen, die sich an mich richten. Da ist zunächst eine Frage, welche Zeitschriften wertet Scopus denn überhaupt aus? Können Sie mal eine Liste der ausgewerteten Zeitschriften zeigen? Und dann, welche Titelnachweise enthält die Datenbank und wie viele Volltexte enthält Scopus? Wir werden Ihnen im Nachgang zu dieser Präsentation einen Link schicken, wo Sie auf eine Excel-Tabelle kommen, wo alle diese zigtausend Zeitschriften gelistet sind. Also die sind transparent, die können Sie direkt einsehen und dann Ihre eigenen Rückschlüsse eben ziehen. Also wir sind transparent darin, welche Zeitschriften wir eben auswerten. Was die Volltexte betrifft, ist es so, dass natürlich, ich hab von 18 Millionen Open Access Artikel gesprochen, also die sind natürlich alle direkt dann im Volltext auch zur Verfügung und bei den Titeln, die auf andere Verlage verweisen, hängt es dann eben an Ihrer Bibliothek, welche Lizenzen Sie mit den entsprechenden Verlagen im Hintergrund eben vereinbart haben. Also da gibt es dann auch Link Resolver, die dann, wenn Sie die Lizenz haben für den Volltext, den auch in Scopus zeigen. Ja, genau. Ich habe den Vergleich zu Web of Science dargestellt, ist noch die Frage zu Dimensions. Das würde jetzt hier diese, sage ich mal, kurze Fragerunde etwas überfordern. Sie können mich gerne im Nachgang kontaktieren und dann können wir hier etwas zum Vergleich zu Dimensions auch sagen. Dann die Frage wie ist denn der Anteil von Elsevier-Titeln zu anderen Fachverlagen? Also danke für diese Frage. Also denn Scopus ist ja nun ein Produkt von Elsevier und dann ist die Frage natürlich unmittelbar berechtigt,
gibt es denn hier einen möglichen Interessenskonflikt? Also versucht Elsevier, seine eigenen Zeitschriften primär nach Scopus reinzubringen. Das ist definitiv nicht der Fall. Das wäre fatal, weil dann wären wir ja eben nicht neutral in der Evaluierung von Forschung. Deswegen gibt es dieses unabhängige Content Selection and Advisory Board, das wirklich diese Entscheidungen unabhängig von Elsevier trifft. Um konkret zu sagen, also es rund 10% des Inhalts in Scopus ist von Elsevier, weil Elsevier andererseits eben auch der weltweit größte Wissenschaftsverlag ist. Aber es kommt auch vor, dass eben einige Zeitschriften von Elsevier dann nicht nach Scopus rein dürfen, aus den genannten Gründen. Ja? Das Fachverhältnis MINT zu anderen Fächern, ich habe Ihnen grob den Überblick gezeigt, so Health Sciences und Social Sciences. Wenn Sie da auf die Slides schauen, sehen Sie diese Verteilung nochmal. Ansonsten sehen Sie das auch dann im Überblick dieser einzelnen Zeitschriften. Wenn Sie aber eine engere Analyse möchten, können Sie mich gerne im Nachgang direkt kontaktieren. Und letztlich die Frage auch, gibt es denn, was bietet denn die Lizenz an Mehrwert gegenüber dem freien Zugang journalmetrics.scopus.com? Danke für den Hinweis. Genau, also die sogenannten Journal Metrics, der Sitescore, der ist auch frei verfügbar. Ja, also die Antwort ist, den bekommen Sie dort, aber eben auch nicht mehr. Sprich, alles, was Frau Deinz jetzt auch gezeigt hat, die ganzen inhaltlichen Analysen und so weiter, also die Artikel und so weiter, die kriegen Sie natürlich da nicht. Da kriegen Sie nur die Metrik und eben mehr auch nicht. Ja. Dann eine Frage zum Thema EndNote. Da gibt es noch keine Verknüpfung zu Scopus. Da kann ich Ihnen sagen, im Moment leider keine Planung in der Hinsicht, EndNote einzubinden. Ja, das ist im Moment Stand der Dinge. Ich habe hier Ihren Namen notiert. Sollte sich da was ändern, würden wir Sie gerne darüber informieren. Und das Thema Preprint, welche Preprint-Server werden denn indiziert in Scopus? Da würde ich direkt auch im Nachgang auf Sie zukommen. Ja? Und ja, jetzt haben wir hier noch eine Frage am Schluss. Wie viele Anwenderbibliotheken gibt es denn ungefähr? Also ich kann Ihnen sagen, also sprich, das ist die Frage, wer hat denn eigentlich Scopus? Also 90% der THE-gelisteten Institutionen weltweit haben Scopus. Die Tendenz ist stark steigend in der Richtung. Und jetzt noch eine Frage. Okay. Die Frage ist, ob wir über die Nutzung von Scopus mehr Volltextwünsche an Elsevier-Titel generieren, vor dem Hintergrund der aktuellen Verhandlungen der Volltexte. Also, das ist eine interessante Frage. Ich denke, die beantwortet sich aus meiner vorherigen Frage. Scopus wird komplett unabhängig gehalten von den Content-Interessen von Elsevier und deswegen entsteht dort auf Elsevier-Titel nicht mehr oder weniger Interesse als in Bezug auf andere Verlage. Ja. Okay, die Frage ist, wird FAK über 2022 verlängert? Ja, das ist sicherlich der Fall. An der Stelle jetzt keine Fragen mehr und ich bedanke mich ganz herzlich für Interesse an diesem Webinar und Frau Arm-Deinzer und ich wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und wie gesagt, kommen Sie gerne auf uns zu. Auf Wiedersehen.